der Star der Messe, Hortomobil, eine GFK-Kabine, zum Beispiel für meinen neuen Hilux. Und obendrauf natürlich noch ein Dachzelt, da können viele Leute drauf schlafen. Es ist sensationell, diesmal in der Version 2023. Hallo Simone, es ist Tag Nummer 7 für uns und es hat irgendwie kein Ende. Wir sind in der wirklich ganz speziellen Halle, nämlich bei Hortomobil, zusammen mit Karl. Ich zeige dich noch nicht, Karl, aber wir können das Ding mal zeigen. Du bist der Generalimporteur für Hortomobil und diese GFK-Aufbaukabine sieht aus, als würde sie irgendwie 6.000 Euro kosten. Sie kostet gerade mal um die 25.000, wie sie hier steht, knapp über 30. Das ist sensationell und ich glaube, das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Hortomobil und das Design und alles, es passt alles, oder? Ja, das ist eine absolute Sensation, weil du arbeitest hier mit GFK. Du hast eine Monocoque-Kabine, die ist aus einem Guss. Man stellt es sich ein Hühnerei vor, das ist absolut dicht. Du kannst damit ins Gelände fahren. Du kennst ja die Problematik mit vielen einzelnen Teilen, die würden zerbrechen. Und hier ist die komplette Außenhaut und die komplette Box, wie du siehst, in einem Stück. Da gibt es keine Nähte mehr, da gibt es kein Hin und Her. Da könnte mal was aufgehen. Also das ist ein einziger Guss. So soll es sein. So, was ziemlich stark ist, das Dach oben drauf. Das heißt, das ist so belastbar, dass du da oben drauf schlafen kannst. Ja, wir haben da schon Fotos gemacht. Es kann ja später mal jemand aufs Dach gehen, dann sieht man, dass das komplett belastbar ist. Du kannst da oben auch eine Party feiern, du kannst dein Rennsportabenteuer zusehen. Es ist alles möglich damit. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist natürlich super. In Deutschland gilt so ein Ding als LKW. Wenn man da jetzt natürlich das als LKW auch zulässt, dann hast du den riesen Vorteil, dass du quasi hier noch die 0, oder die 1% Versteuerung nicht hast, ja, als Unternehmer. Du hast auch nicht ein Wohnmobil, was du hier hast. Du hast ein Nutzfahrzeug, was drunter ist, was du auch im Alltag verwenden kannst. Das heißt, wenn die Kabine nicht brauchst, hier sind so Stelzen dran, da kannst du einfach abstellen, oder? Dann stellst du einfach das Ding ab und es gibt da heute schon gebrauchte Pickups, sage ich mal 10.000, 15.000 Euro. Du weißt, Wohnmobile sind immer teurer geworden, das ist ja gerade das große Problem. Kaufst dir so ein Second-Hand-Pickup, 10, 15, knallst eine Kabine drauf für 25, bist du bei 40.000, 42.000 Euro roundabout und hast Wohnmobil, Pickup, Fahrfreude, SUV, alles in einem. So, da ist jetzt ein Isuzu drunter. Das ist ein, ich sag mal, ein Hersteller, der hat bei euch schon angefragt. Die wollen ganz, ganz viele haben. Ich habe einen Hilux, wird das auch passen? Ja, das ist das Interessante an der Kabine. Die meisten Hersteller, die wo Kabinen bauen, bauen für pro Fahrzeugtyp, also Toyota, Mitsubishi, Isuzu, Ford, was auch immer, eine eigene Kabine. Damit hast du natürlich Lieferzeiten, unendliche Probleme mit, die Größe passt nicht auf den, das andere ist da nicht kompatibel. Diese Kabine passt auf alle diese Midsize Pickups. Das Besondere ist, dass diese Pickups je nach Umbau unglaublich geländegängig sind. Schon ab Werk sind die unglaublich geländegängig. Das ist wirklich klasse. Mittlerweile sind auch die Spritdaten einigermaßen erträglich. Die Motoren werden immer leistungsstärker. GFK Monocoque, Preis-Leistungs-Verhältnis, die Fertigungsqualität, hast du mir erzählt, die wird immer besser, oder? Ja, wir haben natürlich in der ersten Phase von Hortomobil, ich sage immer, das waren viele, viele Projekte. Jetzt werden wir von Stück zu Stück immer besser. Die Aufträge laufen natürlich wie geschnitten Brot im Moment. Wir legen im Moment nicht auf Stückzahlen großen Wert. Wir haben Anfragen für 900 bis 1000 Kabinen von Herstellern, was im Moment noch unmöglich ist. Aber wir sind jetzt fähig, normal an Handel auszuliefern, an Kunden auszuliefern. Aber es wird immer besser, immer besser, immer besser. So, hier ist Tarek. Hello, Tarek. Hallo. You are the boss of Hortomobil and you work together now with Karl. Also, ich arbeite zusammen mit Karl. How's the working together? Karl is very German, isn't he? Ah, that's great for working with them. We are like a family. Er hat gesagt, also Karl ist sehr deutsch. Das ist so, also ich meine, die Türken haben ja so einen eigenen Geschmack. Das ist so, das passt auf die Türkei, das passt auf Russland, das passt auf viele Länder. Aber die Deutschen, die haben immer ziemlich die Nase gerümpft, weil sie gesagt haben, wie kann man sowas bauen? In der Türkei ist das ganz normal, aber das geht hier in Deutschland nicht. Ja, es ist natürlich, ich kenne ungefähr 60 türkische Hersteller. Ja. Und Tarek und seine Frau, das sind natürlich aus der Automobilbranche. Die denken Automobil. Die haben das Leben Automobil gelebt, waren bei BMW und bei Ford, kennen den Markt in etwa und verstehen auch oder hören auch vor allem zu, was wir in Europa wollen. Und das ist das Wichtige. Schau mal, wer da steht.
So, da ist die Simone und ich gucke mal direkt mal auf den Preis, Simone. Die Simone kostet heute 25.900 Euro. Nee, das ist die Aufbaukabine. Da ist sie Gladiator Home Comfort. Was wir euch gleich im nächsten Video zeigen werden, ist das Ding. Eine brandneue Kabine, sie heißt XL, gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Gladiator XL und ganz ehrlich, schon die kleine Kabine hat so viel Platz drin und in Verbindung mit dem Dachzelt, der ist a pop-up tent there. Are you able to deliver this tent too? Yes, you can increase the sleeping capacity to persons more with the tent. What is the price of the tent? I'm not sure. About? It's a package. Also es ist ein Package. Yes. Also das heißt, wie es hier steht, 33.200 mit dem Zelt. Mit dem Zelt. Mit der Schaufel ist sie auch mit schon dabei. Ach, selbstverständlich. Du musst ja dein Pickup wieder ausschaufeln. Das ist so, wenn du kommst. Jetzt ist das Coole, ich zeig mal gerade hier die Maße. Das ist so gut gefertigt, das passt. Ja, es passt überall auf jeden Pickup. Wir haben also die Mittelmaße der ganzen Pickups und der ganzen Ladeflächen vermessen. Und die passt natürlich ideal Isuzu, Ford Ranger, Toyota Hilux. Hilux ist fitting. Yes, yes. Also VW Amarok, Mitsubishi Triton, all European size double cab pickups. Also for the new Amarok, which is coming now, yes, together with Ford. Yes. Okay, also auch für den neuen Amarok Pass. Normally there is here a gas tank, an external gas tank, and people are always bad with me because they say you cannot put a gas tank there because it's so dangerous to put a gas tank. And I said this is the safest place. also ich habe gesagt, yes, genau, der ist nämlich draußen aus der Kabine. Ich sag mal, ist der sicherste Platz für so ein Ding, ja? Ja. Wir haben es jetzt natürlich für den deutschen Geschmack, wird das etwas verändert. Da kommt eine Box rum, eine Metallbox. Das ist schade. Ja, es war der Wunsch der Kunden. Sie wollen nicht, dass man die Gasflasche sieht. Ich dass find, einer fummelt oder was? Ja, oder mitnimmt. Das ist ja immer das andere Thema. Das ist genauso wie mit der Axt, die da vorne hängt. Ich sage den Leuten immer, nehmt über Nacht mit. Sonst fehlt ein Baum irgendwo. Aber es ist natürlich ein cooles Design. Das muss man sagen. Das ist absolut cool. Gibt es natürlich auch ohne den ganzen Paket. Ja, aber das ist cool. Das ist so. Also, ja, ich habe mit Tarek gesprochen. Wir haben ja draußen in Hilux stehen. Wir werden uns einigen, dass wir so eine Kabine kriegen. Er hat auch gemeint, er besorgt mir eine. Er hat mich eben eingeladen in die Türkei, dass wir mal filmen sollen im Werk. Du warst schon mal da in der Türkei bei ihm? Ja, natürlich. Und wie sieht es aus? Das neue Werk ist richtig, richtig gut. Ist wirklich europäischer Standard und wird euch absolut überraschen. I like it because you don't understand any word German and you're always thinking what we are talking about. But we have talked about your factory, that this is a completely new standard. Mm-hmm. And also colors inside. It was always a little bit Turkish inside. And German people said, okay, the colors and the fabrics and something like this, yeah. It's not a German style, but right now, You changed a lot, isn't it? Yes, we are always developing ourselves according to Carl's and his team's comments. So we know that we are in safe hands in the European market. So, ich zeig mal gerade schöne Details. Außendusche ist jetzt dran. Das heißt, man kann draußen duschen. Ich mach das mal gerade. Open it up for me. Because it must be hard to... Or when you push... To the pull out. It's easier. Ach, oben drauf drücken. Oh mein Gott, ich brauche eine Bedienungsanleitung. Komm, ich mach's nochmal. Einfach oben drauf drücken. Ah, zur Ehrenrettung, ich hab's dann doch nicht geschafft. Tarek, you have to overthink this. Gott, also es soll ja gar nicht von selber aufgehen, aber das Ding habt ihr schon tausendmal auf und zu gemacht. Vielleicht ein bisschen ist der Filmtrick, oder? Das ist der Filmtrick, wie immer. Okay, verstanden. Oben die Stange, die ist ganz wichtig. Was hat die für eine Funktion? Festhalten. Du kannst dich festhalten, du kannst dich hinten dranhängen, wenn du bist, so wie im Film. Also praktisch, wenn du hier draufsteigst, jetzt ist ja hier vorne nicht, Treppe ist ja nicht da, wenn du die mal gerade wegschiebst, Karl, sei mal so nett, ein bisschen. Ist sie schwer, die Treppe? Nimm mal weg. Zieh mal. So, und das ist unsere Handballerin, Simone. Wie kämpfst du jetzt darauf? Oder runter? Mach mal bitte. So, das ist natürlich... Nein, nicht über die Treppe. Ja, war ich ja nicht. Ich habe mich nur da abgeschützt. Ja, da wäre jetzt gar keine Treppe. Ich könnte es ja genauso auch so machen. Okay, verstehe ich. Einfach draufklettern, okay. Also es würde ja jetzt auch so gehen. Ich habe mich ja jetzt nur gerade... Die Simone, ey, mit allen Wassern gewaschen. Es ist so. Das ist ja ziemlich cool. Aber hast du mal reingeschaut eben? Ja, mal ganz kurz. Und?
Ist cool, das Design. Ist cool. Du hast ja eben gesagt, du liebst so kleine Räume, wenn es ein bisschen gemütlich ist, ja. Und so. Mit deiner Freundin, die heißt? Maria. Maria, ja. Könntest du jetzt mit einem 4x4 damit an den Strand fahren, direkt ranfahren? Ja. Das ist cool. Ist wirklich aber so. Ist es bei dem Fahrzeug jetzt auch so, dass ich den Monocoque runter tun kann, also runterheben kann? Du kannst ihn runter auf Stützen stellen, das sind die Stützen auf der Seite, du kannst mit dem Pickup weiterfahren. Schöne Details ist natürlich, ihr habt jetzt eine Markise dran an der Seite, die ist klein, aber fein, das ist eine Rollmarkise, oder? Richtig, ist einfach eine Rollmarkise, genau für den Zweck eigentlich gebaut. Genau für den Zweck. Wir gehen mal rein, we enter it, please come with me, Tarek. It's your design and people look inside and they say it's so big inside because it looks from the outside, it looks very small. But if you are just enter the door, then you say it's good for two person? Yes, that's also ideal for two person. So this is for the heater? That is for the Heizung? Yes, that's the gas tank of the diesel heater. This is the air intake and the exhaust. So, und das ist der Auspuff für die Dieselheizung drauf. Dann hast du hier Lampen drin. They are very bright, the lamps, isn't it? Yeah. Because we just have to turn it off. Wir mussten sie ausmachen zum Filmen. This is the water tank. What is the capacity of the water? We have 58 liters of fresh water tank and 26 liters of waste water tank. Also 26 Liter Grauwasser and it's locked. You can fill up the tanks from here. Water also tanks. 50 Liter Tank kann man von da aus auffüllen und das ist der Innenraum. Mhm. Wenn du dich mal reinsetzt, geht das? Kommt man da rein? Ist eng, aber es geht. Das ist ziemlich cool. Und das ist der ganze Innenraum, wenn du überlegst. Die haben hier eine... Der ist ein Shower hier inside. Yes, yes. We taught all the details, every centimeters, ja. While designing the gladiator. I think that's the best using space in the cabin. Also das ist die Dusche, wenn du mal gerade dich mal in die Dusche reinfaltest, bitte Simone, ist ja klein. Also you can use a portable toilet inside. Man kann auch ein Porta-Potty reinmachen. Yes, Porta-Potty. So, und das ist also die Dusche. Da vorne ist der Duschkopf, kann man zumachen. And this was in the last cabin, it was also with a shower, also in der letzten war auch schon Dusche? Yes. Okay, da war es auch so ein Shower, cool. Mhm. So, da kannst du duschen, da hast du ein Waschbecken mit drin. Ja. Da vorne ist ein kleines Waschbecken. Den Duschkopf kannst du ausziehen. Da ist er drin. 50 Water. Warm Water possible too? Warm Water? Yes. Also yes. Warmes Wasser geht auch. We have a boiler. This with magnet? For warm water. How can I open this? Push lock, so. It's not open? No, you can open it. Ah, okay. Ah, einfach ziehen. Okay. Mit ein bisschen Gewalt, Simon. Aber du weißt ja, was du alles schon kaputt bekommen hast. Ja, eben. Da muss man aufpassen. Muss man aufpassen. Guck mal hier, wie süß. Guck mal, Simone. Ja, der Kühlschrank. Oh. But it's small. 49 liters. Also 49 Liter. There is an ice maker inside. Genau, falls du abends mal Jackie Cola trinken willst oder deine Beule kühlen willst, hast du noch ein Eisfach. It's a compressor fridge. Yes. Yes. Can you enlarge a bed also, if you make it yes, bigger? We have an option named king size. Yeah. Then you can open, there is one part, let me show you. Yeah, please get in. There is one part that you can extend the bed up to here. Bis dahin. So, up to here. So you can use the bed 2 meters length. Also man kann also eine Option buchen, die nennt sich King Size, aber es kommt noch viel besser. Denn obendrauf hat man eine Luke und da würdest du natürlich schlafen obendrauf, weil du bist ja so der Outdoor-Fan. Geh ruhig mal durch. Da oben rein meinst du? Ja. For now the bed sizes are 1.85 and the width is 1.40. With the extension, the king size option, it comes 2 meters long and 1.6 meters width. Also die XL-Option war 1,60 mal 2 Meter. And right now it was 1 Meter? For now, 1.85. Also 1,85 times 1,40 Meter. 1,40 Meter. Mal 1,40 Meter. Okay, dann geh mal hoch. Das Ganze ist mit... es hat eine Luke mit drin, you can close this if you... Can I put my... Yes, sure. So, sie geht mal kurz rein. Das heißt, du gehst hoch und dann über den Tisch hoch, steigst da oben ein und ich filme jetzt mal gerade rein. So, it's a 4-person sleeping... Yes. ...possibility. Ich guck mal gerade hier oben rein. Hallo, Simone. Hallo. 4-person. Unglaublich.
Da ist richtig Platz. Ist es gemütlich da oben? Total. And how you don't fall here into this hole? Wie fällt man denn nicht in das Loch hier? Ist der Deckel? Ist der? There is one part that okay. you can cover this place, okay. so you can sleep. Okay, you don't fall through. No. Okay, man kann nicht runterfallen. Sehr gut. Wenn du dich mal gerade ganz in die Ecke begibst, da hinten, ganz außen, dann kann ich mal ein bisschen reinfilmen, dass die Leute mal sehen, wie groß das Ganze ist, weil Simone ist ja 1,66 Meter. And the size of this bed here, upstairs? 1.9 meters long. 1,90 Meter. 1.3 meters wide. Also 1,30 Meter mal 1,90 Meter. Ich kann jetzt nicht da hochgucken, weil es ist schon ein bisschen, warte, ich komme mal hoch. Ja. Jetzt ist so, das ist ja da schon, wissen? Das haben wir schon geil gemacht hier mit dem Schlafsack und so, man will direkt hier liegen bleiben ja. oder so. Wie ist der Ausblick hier? Man kann gut rausgucken? Ja, auf jeden Fall. Man ist über allem. Ja, man kann auch gut runterfallen, glaube ich, wenn du aus dem Loch da drunten bist. Ja. Ist schon ganz schön tief da unten, oder? Aber hier, also ich glaube, runterfallen ist nicht, weil hier ist ja noch diese Markise angebracht. Das ist normal ja auch zu, man kann ja das Fenster schließen, genau. ja, was da ist. Okay, cool. So, hier ist das Bett. Du bleibst mal ganz kurz oben, Simone. Ja. Dann kann ich mal zeigen, dass hier ist dann die Sitzgruppe. If you just enter there, please. Mhm. If you sit there, please. Yes. Also man muss sich schon ein bisschen rein fummeln, aber das geht. Da kann man also sitzen. You can have your breakfast in the morning and everything. Ich zeig mal gerade hier, da ist nochmal die Dusche komplett, dass wir das auch nochmal sehen. Boah, ich meine, auf so kleinem Raum, hier ist noch ein Lüfter mit drin. Da vorne ist der Heizungsauslass. Hier alles hier mit Teppich nochmal beschlagen und der Durchgang ist nochmal da. Und dann hast du hier deine Essenseinheit. There is a cooker. Yes, there is one pot cooker and the sink. Also you can have warm water for the kitchen. Man kann auch warmes Wasser haben für die Küche, hat er gesagt. Und these are the control panels for the diesel heater and the electric system. Also you can see the water tanks. So, man kann auch die ganzen Füllstände und so weiter sehen. Das sieht man hier drin. There is no water inside. No. Right now. Okay, ist natürlich kein Wasser drin, ist leer. Und man hat auch half. Das heißt, if I open it up and the pump. Oh, wie süß. Also funktioniert. Alles klar. Mensch, es ist schon eng, aber wenn du unterwegs bist, du bist jetzt in Afrika und du machst hier eine Fahrt, ist der Height too high for the parks, the national parks in Africa? On the vehicle? Ja. It's 2.5 meters. Also 250 ist die maximale Höhe. Das heißt, also es könnte zu hoch sein, aber das, wie gesagt, das müssen wir rauskriegen. Ja, ich bin durch. Thank you so much. Is there something we didn't see yet? Because is there also space for storage somewhere? Yes. Also ein bisschen. Some spaces for storage under both seats. Okay, but little. Yes. Also one more under that seat. Also da ist auch noch Platz. We have a cupboard here for the kitchen stuff. Also. And also there is a drawer here. Wir werden gleich in die XL-Kabine gehen. I know the XL is so different yes, to this we one have here. More space. More space, aber wir haben unglaublich viel mehr. Karl, es hat er gut gemacht, muss ich sagen. Die Aufbautür ist auch interessanterweise von Behimi mal wieder. Die war vorher auch anders. Das war, glaube ich, so eine. Na, ich werde nichts sagen. Guckt euch das Video an. Ich habe es vor 2 Jahren gefilmt. Das ist ja wirklich alles. Guckt es euch besser nicht an. Guckt es euch besser nicht an, sagst du. Alles ist neu. Also die Basis ist ja GFK. Das war eh schon super. Ja. Aber jetzt ist es doch so, kann man es verkaufen, oder? Ja, absolut. Es ist ein Renner geworden. Wir stehen gegenüber einem anderen großen Hersteller. Ich gehe mal auf die Seite, sage ich jetzt nichts. Aber okay. Ist natürlich schon hochinteressant jetzt und es viele, viele, viele Kabinen. Europaweit geordert. Es ist eine günstige Art und das Coole ist, ist die Kabine irgendwann mal zu klein? Man stellt sie in eBay Kleinanzeigen rein, sowas ist unglaublich gefragt, ja. Ja, das ist das Thema, du findest keine gebrauchten Kabinen, wenn zu horrenden Preisen. Wir sehen es ja, Leute kommen zu uns, bieten uns deutsche Kabinen an, wo nichts drin ist, für teilweise 10 Jahre alt, 20.000, 25.000 Euro. Dafür gibt es eine neue, oder? Dafür gibt es hier eine neue.
So, Karl, La Marca, es steht hier oben drauf. Du hast viele Marken, insgesamt glaube ich 11 Stück. Exakt. Bist hier wirklich der Mann hinter dem Produkt, so ein kleines bisschen mit den Jungs. Es ist, are all the things that you changed now with the cabin to gather also with Karl? What do the people say in Turkey now with the new design? Everyone is happy. Ja, die ganzen Leute sind glücklich. Ja, danke schön. 1. September bei Hottomobil, die kleine Kabine mit dem Namen Gladiator. Gladiator. Und ja, mein linker Arm wird langsam, das ist krasse. Überall siehst du andere neue Sachen und Hottomobil hat echt den Vogel abgeschossen. Hier mit dem Gladiator quasi 5.0 in der Version 2023. Tschüss Simone. Ciao.